Tachchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Replay of the Week. Heute, man muss schon sagen, mal wieder mit dem guten alten Wurst-Sojanka. Und heute beglückt er uns mit einem Replay aus seinem Jagdpanther 2 auf Erlenberg. Und wir gucken uns gemeinsam mal an, warum das Replay gewonnen hat. So, wie immer gucke ich mir mit euch das Replay zum allerersten Mal an. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Rechtslang ist auf jeden Fall erstmal die richtige Wahl hier auf der Map. Ich persönlich stehe auch total darauf, die Karte quasi von hier zu verteidigen, weil das eigentlich die bessere Position ist. Wobei im Verteidigungsmodus natürlich die Base auf der anderen Seite des Flusses liegt und man da durchaus auch Argumente finden könnte, von der anderen Seite des Flusses zu verteidigen. Matchmaking sieht grundsolide aus. 4 Achter, der Rest 7er und 6er. Das ist natürlich für den JP2 ein echter Traum. Weil wenn man mit dem Hulldown steht, dann gibt es den ein oder anderen Panzer in dem Tierbereich, der durchaus mal Probleme kriegt, ihn zu penetrieren. Und genau an der Stelle, wo Wurst-Sojanka hier hinfährt, da ist das durchaus der Fall. Schauen wir mal. So. Da haben wir einen VK-63. Das war ein ganz schöner Snapshot. Ich glaube, da war er ein bisschen nervös, dass er sehr früh aufgehen könnte. Hätte er sich ein bisschen mehr Zeit ruhig lassen können. Das ist natürlich bitter, wenn du mit Auto-Aim auf den VK schießt und dann nicht durchkommst bei dem mit deiner 260er Pen oder was du hast. 249, glaube ich. 46. Ja, da hätte ich ja erstmal schön geflucht, aber da haben wir direkt den nächsten. T28 auch nicht penetriert. Tja, was soll man sagen? Ne? Was soll man sagen? Ist nicht immer einfach. Leben ist nicht immer ein Ponyhof. Gottes Willen. Ne? Das sind so die Situationen, wo man echt so denkt, was ist hier los? Warum läuft denn hier... Warum läuft denn hier gar nichts? Der gegnerische Panther, der GW Panther, der hat erstmal einen zerfetzt. Ah, geht doch. Und nun, glaube ich, hat Wurst-Sojanka die Schnauze voll und lädt auf APCR um, weil der T28 da ansonsten eine sehr, sehr harte Nuss darstellt. Auf der Entfernung muss man halt die Haube treffen und das ist nicht unbedingt einfach auf der Entfernung. Deshalb bin ich da eigentlich... Boah, das war hart. Sehr lustig übrigens zu sehen, dass Wurst-Sojanka mit Doppel-Repair-Kit spielt. Also gar nicht mit Tarnnetz. Er spielt auch nicht mit Tarnnetz, wenn ich ihn sehe. Aber er spielt nicht mit Feuerlöscher, sondern mit Doppel-Repair-Kit. Das ist ungewöhnlich. Gerade bei deutschen Panzern, die durchaus gerne mal Feuer fangen, ne? Habe ich persönlich so noch nicht gesehen im Jagdpanther 2 mit Doppel-Repair-Kit. Eher schon mit Rationen oder sowas, aber okay. Hilft ihm natürlich erstmal. 2:5, der Spielstand, einen krassen Treffer von der Arti hat er schon abbekommen. Und da ging es natürlich direkt mal ins Armor-Rack, das ist ja klar. Sonst macht die ganze Sache ja wenig Spaß. 2:6, meine Güte. Da muss aber ordentlich was kommen gleich hier. Liebe Wurst-Sojanka. Man muss ja sagen, Liber eigentlich, weil er ist ja männlich, aber... So, den T28. APCR wird durchgeladen, damit man da keine Kopfschmerzen kriegt bei dem Ding. Dann kannst du da auch einfach vorne frontal durch, so sieht's aus. Und, ja, finde ich in Ordnung, da mit APCR zu schießen. Er lädt auch direkt wieder auf AP um. Also es ist nicht so, dass er hier wild APCR spammt, sondern wenn man halt einen harten Gegner vor sich sieht, wo man denkt, okay, dann vertraue ich halt lieber auf der Entfernung auf die Premium-Munition als auf meine Zielkünste, dann finde ich das völlig in Ordnung. So, die linke Flanke ist gefallen, wie das eigentlich normalerweise immer so üblich ist auf dieser Karte. Deshalb sollte man da auch eigentlich gar nicht erst langfahren. Aber das werden die Leute dann irgendwann vielleicht auch mal... Ui! Ah ja, schade. War ganz kurz noch die Poperze zu sehen. Ganz kurzer Augenblick. Der IS ist natürlich Futter. Da kann man einfach drauf aimen auf den Turm. Da passiert eigentlich nicht viel. Und den Tiger 1, den würde ich mir jetzt holen fahren. Der würde mir jetzt ein bisschen auf die Ketten gehen.
Ah, schön zu sehen, wie der Jagdpanther 2 hier schnell um die Ecken kommt. Ja, der Blow-Up, der musste natürlich sein. Er war durchaus noch wichtig an der Stelle. Und die Suche 152 versucht da verzweifelt, die Stellung zu halten. Oh, wow, wow, wow. Sojanka geht hier sehr, sehr offensiv zu Werke. Da muss man aufpassen, wenn man hier übers freie Feld fährt. Ich hätte den Weg hinten rumgenommen. Da, glaube ich, hätte ich die Zeit mir genommen. Allerdings sind schon wahrscheinlich zwei Gegner im Cap. Ne, im Augenblick war einer. Knappe Kiste wird das hier wahrscheinlich. 10 zu 8 steht es zwar im Augenblick, aber da ist noch ein voller T34. Und wenn die Gegner da wirklich zu zweit oder zu dritt sich in den Cap stellen, dann wird das sehr knapp. Und die Sus raus. Oh, schön, da sieht man schön, da sieht man noch das Heck rausluken. Das macht dann natürlich Spaß. Oh, ist das lecker. Die sind ja alle noch so schön voll. Oh, die sind ja alle noch voll. Da kann man noch ordentlich Wumms machen. Na, kriegt man den? Oh ja, schön, der Turm. Oh. Schade, aber ich glaube, er hat die Gans zerstört oder so, weil der Cap wurde resettet. Also muss irgendwas am Tiger 2 kaputt gegangen sein. Ansonsten hätte der nicht den Countdown resettet. Komm, Wurst, hol dir erstmal den IS 2, sonst kommt der da seitlich. Ja, da ist er. Sehr schön. Sehr gut. Oh, 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 oh. Schön gewiggelt und waggelt. Hat leider nicht gereicht. Aber das hat er gut gemacht. Genauso muss man es auch machen. Und nun halt down gehen. Jawohl. Das ist halt, das ist der große Unterschied zwischen dem JP2 und dem Ferdinand. Der Ferdinand hat halt frontal eine stärkere Panzerung, obwohl er natürlich auch seine Schwachstellen hat, wie jeder weiß. Gibt es da doch mehr Stellen, wo gerade die ungenaue IS-Kanone manchmal nicht durchkommt. Beim Jagdpanther 2 hat man da schon eher Probleme, aber das ist gerade gut gesehen, die Hulldown-Position, die ist halt unheimlich schwer zu penetrieren für Tier 7 Tanks. So, lieber Wurst, dann mal ran an die Cap-Zone, 3 Minuten noch auf der Uhr und jo, hier kommt man eigentlich sehr schön Hulldown. Das ist hier super, die Position, ich kann das euch nochmal kurz zeigen hier. Das ist halt genau die Position, die man hier... Oh! Blindshot! Er hat einfach mal den Blindshot gesetzt. Oder der Gegner ist aus der Capzone rausgefahren. Aber ich glaube, das war ein Blindshot. Ja, wie geil ist das denn? Tiger 2 kommt bei ihm auch nicht durch. Aber das war ja mal ein richtig geiler Blindshot. Hat einfach mal vermutet, dass der Tiger 2 da immer noch steht, wo er vorher stand. Und der Tiger 2 stand da auch immer noch, wo er vorher stand. Und dann hat er mal resettet. Sauber gespielt. Sauber gemacht. Und auf einmal war es nur noch der T28 Prot. Denke mal, der sollte auch nicht mehr so das Problem dann sein. 4 Kills hat er. Ja. Sehr, sehr schön. Also ich mag auch den Panzer, ne? Der ist halt so schön mobil. Ich meine, 50 km/h mit dem TD, mit dem Deutschen, der ist halt wirklich schön zu spielen. Da kann man sich auch nochmal hier und da umpositionieren. Und er hat halt die Ferdinand Gun, die meiner Meinung nach sehr, sehr stark ist. Auch auf dem Tier noch sehr stark ist. Na, durch die Kisten durch? Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber beim T28 Prototyp, da kann man durchaus an den Backen vom Turm... Habt das gerade gesehen? Selbst der T28 Prototyp kommt halt an der Upper Front Plate vom... Also an den Kanonenaufbau vom JP2 sehr schwer durch. Ja, ich würde mal sagen, grundsolides Gefecht, 7000 Damage gemacht, 1773 Basiserfahrung, 1200 Damage blockt bei Armor und das Ganze endet dann in einem Meisterabzeichen, im Verteidiger, im Großkaliber und im Tank-Sniper-Modus. Stellt euch mal vor, da wäre noch eine Top Gun drin gewesen, was das dann für XP geregnet hätte. Wurst Sojanka, ganz, ganz herzlichen Dank dir zum Einsenden des Replays. Danke euch fürs Zugucken und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit der KW35 hier bei Replay of the Week. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.